Ja, hallo Leute und willkommen mal wieder hier zu einem neuen Video hier auf Sashi LP. Ja, es kam jetzt schon lange kein Video mal mehr. Also wie ihr schon seht, es geht um GTA mal wieder. Es kam schon lange kein GTA 4 Mythen Video mehr. Ja, ich hatte schon mal eins gemacht. Ja, hab mir dann so danach gedacht, mal jetzt mal keine Lust mal hier zum Zocken und so. Aber jetzt habe ich wieder Lust und ja. Heute nehmen wir den zweiten Mythos dran. Den ersten Mythos war ja Redman, glaube ich schon. Das war Redman. Heute nehmen wir den Mythos das blutige Apartment dran. Befindet sich hier auf der Karte. Ich kann es dir zeigen gerade. Hier ist Liberty City, die Hauptinsel. Hier oben im rechten Eck. Wo auch hier noch so etwas ist. Also diese Gebäude hier kann man nicht rein. Da sind aber auch so komische Smileys an der Wand. Wie hier überall und so komische Graffitis. Manche meinen sogar, das wäre Blut hier das. Sieht auch so aus. Und ja, ich würde auch mal sagen, wir gehen mal rein. Denn das sieht irgendwie aus wie ein leerstehendes Haus. Und ja, diesmal habe ich sogar so hinbekommen, dass das ganze Bild drauf ist. Ich habe meine Kamera so gestellt. Das ist das ganze Bild, oder hier geht's nicht hoch, dass ich das ganze Bild eben drauf bekomme. Und hoffe, man hört mich auch gut. Hab das Mikro eingeschaltet. Normal müsste es doch hier irgendwo sein. Ich glaube, geht ja. Vier will mich jetzt verarschen. Dann war es bestimmt. Es ist eins von den drei Häusern. Mal gucken. Was haben wir hier? Auch so eins. Hier ist so ein Smiley. Ist schon mal gut. Ah ja, hier ist es. Es ist das obere Gebäude. Gut, das blutige Apartment ist, glaube ich, im ersten Stock müsste das sogar sein. Da ist es. Ja, hier sieht man schon Blut. Schon mal hier eine Waffe. Was habe ich schon hier alles? Ich nehme mal die Pumpgun. Hier sieht man schon Blut. Hier. Oder Rost. Ich weiß nicht, so grinnendes Blut kann alles sein. Ja, hier ist aber 100% Blut. Ist das 100%? Ja, sagen wir 90%. Es kann ja auch was Verschuttenes sein. Oder hier hat einer voll einen auf die Fresse gekriegt. Sag mal hier. Hier hat wohl einer gehaust. Wie es aussieht. Was? Und hier ist auch Blut drin. Oder Dreck. Irgendein Scheißdreck. Geht's hier auch rein? Ja, hier geht's sogar auch rein. Ja, hier ist das blutige Bett. Gehört auch zu dem Mythos. Ja, ich meine, kann alles Mögliche sein. Und manche denken sich jetzt bestimmt was Perverses dabei, aber das ist es nicht, was ihr jetzt denkt. Also was manche jetzt bestimmt denken, weil Blut im Bett eben Blut, Frau, Bett, ja. Könnt ihr euch bestimmt schon denken. Ja, hier ist auch nochmal Blut. Also, es ist anscheinend hier ein richtiger Kampf gewesen. So ein richtiges Battlefield war das hier, wie es aussieht. Geht's hier auch rein? Ja, hier geht's auch rein. Hier läuft sogar Musik, also das heißt, hier wohnt jemand. Ja. Yeah. Was haben wir hier? Eine randalierte Küche. Und ja, oh, jetzt hat gerade das Bild gewackelt und gerade gegen mein Kamerastativ gekommen. Hab wohl eine halbe Stunde gebraucht, für das einzustellen. Ja, hier ist auch Blut an der Wand. Oder, nee, das ist eher schwarz. Ja, hier ist ein Graffiti, voll cool. Ja, hier ist ein Heizofen, wie man ihn von früher so irgendwie kennt. Die kenne ich noch, die steht sogar noch einer im Keller, glaube ich, bei uns. Ja, ich glaube, der steht sogar im Keller. So ein Heizofen ist das. Mit so Glühstäben drin. Oder in der Garage, ich weiß nicht gerade jetzt nicht. Gut, ich glaube, es gibt hier noch ein Apartment. Ich weiß es nicht. Wir gehen mal noch eins höher. Oder kommt hier noch was? Nee. Also ich war hier schon mal in dem Haus drinnen. Ganz oben unterm Dach ist noch so ein... Oh, hier geht's noch rein. Ah ja, stimmt. Das ist das andere Apartment. Ne, oben unterm Dach war nichts mehr. Da war nur noch so ein Fahrradständer-Teil. Ja, also hier ist Randale gewesen, wie es aussieht.
Also hier war Randale. Anscheinend auch so ein Bitchfight war hier. Ja. Und ja, nochmal zum anderen Thema. Ich mache das jetzt so. Ich nehme jetzt ganz viele Videos ineinander auf und die alle hintereinander hochladen. Jeden Tag eins. Ja. Ich kann jetzt in den Ferien nicht so viel, weil mir war es öfters mal nicht gut. Dann ging es mit Allergie. Habe ja eine Pollenallergie, eine schwere, also eine starke Pollenallergie. Und deswegen hatte ich manchmal rote Augen und konnte nicht spielen. Ja, und hier haben wir auch ganz viel Blut. Ist noch mehr Blut wie im anderen Apartment. Schöne Aussicht hat man hier nicht. Von ganz oben hat man eine schöne Aussicht. Und ja, hier war wohl eine wilde Party. Dann hat hier jemand aufs Maul bekommen. Ja. Und hier sieht man auch hier so ein Bild von einem Polizisten. Hier, das ist Crystal Meth. Sieht aus wie Crystal Meth. Und hier sind drei Striche. Was das wohl zu bedeuten hat? Ja, ich weiß es aus dem Internet. Aber schreibt es mal in die Kommentare. Es würde mich freuen, was ihr alles so glaubt. Was Polizistenbild, Crystal Meth und drei Kratzer bedeutet. Also insgesamt Kratzer. Ja, hier ist es nochmal. Mit Blut nebendran. Schreibt es in die Kommentare. Gut. Das war's dann auch schon mit dem blutigen Apartment-Mythos. Ja, jetzt können wir nochmal schnell runter. Wo geht's denn? Scheiße, ich verlaufe mich immer. So, nun kommen wir zum Fazit. Also mein Fazit ist, dass blutige Apartment existiert. Es ist auch ein wahrer Mythos. Um was es sich handelt, also was da passiert ist, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich weiß, was dieses Bild mit den Kratzer und Crystal Meth zu tun hat, mit den Polizisten. Schreibt es eben in die Kommentare. Es würde mich freuen, was ihr alles so schreibt. Und ja, also dieser Mythos ist 100% wahr. Und ich zeige jetzt meinen Daumen, 100% wahr. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, ich würde mich natürlich über einen Kommentar, Abo und Like freuen. Und auch, ich würde mich auch freuen, wenn ihr einfach nur das Video anklickt und ihm eine gute Bewertung da lasst. Ja, und damit würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Sascha LP.